Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Zelltherapien. Für mich ist das immer noch eine Transplantation, diese Zelltherapien. Aber ich habe heute einer da, der hat sich wissenschaftlich damit seit Jahren damit beschäftigt. Und das werden wir gleich ganz genau anschauen. Für was ist Zelltherapie gut? Wann wird es eingesetzt? Und wann wird es legal? Ich bin gespannt. Ja, da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch zeigen und vorstellen. Das ist Professor Dr. Med. Fred Fähndrich. Er ist Chirurg, er ist Wissenschaftler und er ist Mitglied des QS24 Wissenschaftsgremium. Ganz herzlich willkommen, lieber Fred. Ich freue mich, Alexander. Sehr gerne. Hier zu sein und zu berichten. Große Ehre, wirklich große Ehre, einen solchen Menschen internationalen Ruf hier bei uns zu haben. Und du hast mir im Vorfeld schon die Geschichte erzählt. Du bist eigentlich von Geburt aus, also medizinisch ausgerichteter Chirurg. Richtig. Und ja. Irgendwann hast du gesehen, du kannst mit Zellen noch etwas begünstigen. Ich glaube, das ging um, dass die Abstoßung von Transplantationen nicht mehr so groß war. Richtig. Also von Hause aus Chirurg, Viszeralchirurg, also Bauchchirurg und Lungenchirurg, aber schwerpunktmäßig wissenschaftlich war die Transplantation. Mhm. Und das ist ja verrückt, wenn man sich überlegt, dass wir Immunsuppressive einsetzen, wie Cyclosporin, Tacrolimus, Selcept, Steroide, um die Abstoßung dann zu unterdrücken, weil das Organ kommt ja von einem fremden Spender. Ja. Und unser Immunsystem erkennt bestimmte Antigene auf den Zellen des Organs als fremd und leitet damit eine Abstoßung ein. Mit was für Nebenwirkungen eigentlich diese Medikationen? Ja, und das ist eben, was ich jetzt sagen wollte, diese Cyclosporin, also die, oder Tacrolimus, diese Immunsuppressiva, die induzieren eine nephrotoxische Nebenwirkung. Also wir nicht nur nephrotoxisch, die wirken auf den Blutdruck, der geht hoch, die verstärken die Insulinresistenz, der Patient kommt in eine diabetische Stoffwechsellage und können noch andere unangenehme Nebenwirkungen haben. Sie unterdrücken das Immunsystem, das heißt, der Patient hat eine höhere Gefahr an Infekten, zu erkranken. Mhm. Oder auch, das ist auch belegt, dass die Karzinomgefahr, also dieses Krebsrisiko, durch die dauerhafte Immunsuppression auch gestärkt wird. Mhm. Und das macht auch Sinn, weil unser Immunsystem ja permanent quasi geschädigte Zellen aufräumt. Das ist vielleicht nicht jedem so klar, aber wir wechseln pro Minute 50 Millionen Zellen aus. Also 50 Millionen Zellen werden pro Minute als geschädigte Zellen vom Immunsystem erkannt und werden beseitigt. Das ist eine Riesenleistung. Und wenn man die unterdrückt, dann entstehen natürlich ganz andere Gefahren für chronische Erkrankungen. Mhm. Aber zurück zur Transplantation. Diese Immunsuppressiva können eben auch und gerade die Calcineurin-Inhibitoren, das ist Cyclosporin oder Tacrolimus, die können die sind nephrotoxisch. Und die unterdrücken zwar relativ gut die akute Abstoßung eines Organs, aber eben durch ihre Nebenwirkungen entfalten sie auch eine chronische Abstoßung. Das heißt, das Überleben eines Organs, einer Niere beispielsweise, wird Halbwertszeit mit etwa 10 Jahren angesetzt. Und dann ist sie chronisch abgestoßen und dann braucht der Patient eine neue. Und das war für mich ein Anreiz zu sagen, wie können wir unser Immunsystem so modulieren, dass es dieses Organ selektiv als selbst erkennt und nicht mehr abstößt, aber gleichzeitig so kompetent bleibt, dass es mit Infekten und anderen Herausforderungen klarkommt. Ja. Bevor wir da jetzt gerade reintauchen, gestatte mir eine Klammer. Ich hatte mal mit einem Patienten gesprochen, der hat ein neues Herz gekriegt und der hat mir berichtet, er hätte einen Bruder in sich drin und kennt die ganze Geschichte der ganzen Familie. Das hat mich umgehauen. Hast du auch solche Feedbacks von Leuten gekriegt, denen du was transplantiert hast, dass das Wesen sich auch ein bisschen verändert des Menschen?
Zum Teil ja. Etwa, ich würde mal sagen, aus meinem Erfahrungsschatz, und ich habe sehr lange transplantiert, wenn man dieses Thema bei den Empfängern anspricht, dann gibt es zwei Konstellationen. Die einen wissen ja, wer der Spender ist. Mhm. Gerade bei der Nierentransplantation ist es ja, wenn man eine Lebensspende macht, klar. Das sind aber sehr oft entweder sehr enge Freunde oder Verwandte, die sich sehr gut kennen. In dieser Konstellation ist die Belastung sehr, sehr groß, wenn ein Freund oder ein naher Verwandter ein Organ spendet und das Organ dann abgestoßen und verloren geht. Das ist eine Riesenbelastung für den Empfänger. In der anderen Situation, wie der Herztransplantation oder Leber, wo nicht klar ist, wer der Spender ist, würde ich sagen, ein Drittel der Patienten macht sich sehr, sehr viele Gedanken. Wer war der Spender und inwiefern, was hat auch das Wesen des Spenders, was mit dem Organ vielleicht mitgegeben wird, für einen Einfluss auf meinen Körper? Hm. Ist ein ganz spannendes Thema. Ja. Mhm. Müsste man mal extra behandeln. Ja, machen wir. Genau. Also gehen wir in diese Zellextrakte rein. Also du hast dann angefangen zu forschen, ja, also wie das Abstoßen eigentlich unterdrückt werden kann. Das war meine Zielsetzung. Also wir sprechen von Organtoleranz. Das heißt, ein für den Empfänger genetisch fremdes Organ soll vom eigenen Immunsystem akzeptiert werden. Mhm. Und damit wäre man ja dann in der Lage, auf diese hohen Dosen der Immunsuppressiva zu verzichten. Und ausschlaggebend waren Versuche im Tiermodell mit embryonalen Stammzellen, die wir in die Leber gespritzt haben. Also wir nehmen die embryonalen Stammzellen von einem genetischen Stamm A, sage ich jetzt mal, spritzen die in den Stamm B, die sind genetisch unterschiedlich, in die Leber. In der Leber werden sie nicht abgestoßen, können sich also entfalten, kreieren neue Immunzellen und diese Immunzellen kommen ja von dem Spender A und die würden natürlich ein Organ von A nicht abstoßen. Das war so die Hypothese. Und dann haben wir 7 Tage nach der Injektion dieser Zellen ein Herz transplantiert und konnten feststellen, wenn das Herz von A kommt, also von dem Spender, von dem auch die Zellen waren, dann wird es auch nicht abgestoßen. Oh, das ist ja mega. In über 80% der Fälle wurde es nicht abgestoßen. Wenn es aber jetzt von einem dritten Spender C kommt, der weder mit A noch mit B verwandt ist, dann wurden diese Herzen akut abgestoßen. Das heißt, wir konnten durch diese Konditionierung des Empfängerimmunsystems mit den embryonalen Zellen eine selektive für A spezifische Toleranz induzieren. Machen wir ein Beispiel. Wenn du eine Niere brauchst und ich schenke dir meine, ja, dann müsstest du erst irgendwelche Zellen von mir bei dir einbauen in dein System, so dass dein Körper mich nicht mehr als fremd sieht. Das war genau der theoretische Hintergrund. Das Problem bei diesen embryonalen Zellen war, dass sie unvorhersehbar in etwa 20% der Versuche Teratome, also Tumore in der Leber induziert haben. Deswegen gingen wir einen Schritt weiter und haben dann geguckt, was für Zellen leiten sich denn aus diesen embryonalen Zellen ab. Und das waren in über 90% monozytäre Zellen. Das sind Immunzellen mit bestimmten immunogenen Eigenschaften. Und diese Immunzellen, diese Monozyten können die T-Zellen, die T-Zellen sind die Zellen eines Immunsystems, die Abstoßung einleiten und bewerkstelligen. Und wir konnten dann feststellen, dass diese monozytären Zellen eine bestimmte Entität von T-Zellen induziert, nämlich regulatorische T-Zellen. Und regulatorische T-Zellen sind die zytotoxischen T-Zellen ausbremsen. Mhm. Wenn du genügend regulatorische hast, können die zytotoxischen, also die das Organ angreifen, nicht mehr so wirksam sein. Ja, und dann haben wir eben in einem zweiten Versuch, nachdem wir wussten, wie wir diese monozytären Zellen herstellen können, aus naiven Monozyten aus dem Blut, haben wir dem Patienten, der Spender war, haben wir diese monozytären Zellen aus dem Blut entnommen, haben die gemäß unserem Cocktail umprogrammiert, das dauert 6 Tage, haben die dann dem Empfänger gegeben und 7 Tage später
die Niere transplantiert. Und in der Tat konnten wir zeigen, dass dann die Abstoßung zu verhindern ist, wenn man mit ganz minimalen Dosen an Immunsuppressiva arbeitet. Das sind so niedrige Dosen, dass die Patienten eben nicht mehr diese nephrotoxischen und anderen Nebenwirkungen haben. Und wirklich interessant ist jetzt, die ersten Patienten wurden 2003 transplantiert. Oh, 19 Jahre. Das sind jetzt fast 20 Jahre. Ja. Und die Patienten, die jetzt nach diesem langen Zeitraum noch ihr Organ haben, die schreiben mir jetzt, habe ich jetzt gerade wieder eine E-Mail bekommen, wie gut das Organ funktioniert, dass das Kreatinin als der quantitative Parameter, der festlegt, ob eine chronische Abstoßung vorliegt oder nicht, eben noch normal ist, nicht erhöht ist, die Niere normal funktioniert. Und insofern verdichten sich jetzt mehr und mehr nach diesem langen Zeitraum die Erkenntnisse, dass man tatsächlich durch diese immunologische Regulation auch chronische Abstoßungsvorgänge sehr gut in den Griff bekommt und damit Toleranz hatte. Nicht komplette Toleranz. Ich muss ehrlicherweise sagen, wir hatten ein paar Patienten, wo wir sehr mutig waren und haben dann nach 3 Monaten komplett alle Immunsuppressive abgesetzt. Und das führte dann immer dann zu einer Abstoßung, wenn diese Patienten einen Infekt hatten. Eine Influenza oder so, einen Krippeninfekt, weil diese Influenza aktiviert das Immunsystem so stark. Aber wir konnten wirklich konsistent bei allen die Steroide, also schon mal das Cortison, absetzen nach 4 Wochen. Wir konnten das zweite Immunsuppressivum, Cellcept, die transplantierten Patienten wissen, was das ist, absetzen. Und dann hatte der Patient oder die Patientin nur noch ein Medikament. Und das haben wir schrittweise reduziert auf einen Spiegel, der so niedrig war, dass er eben keine Nebenwirkungen mehr macht. Und mit diesem niedrigen Spiegel waren die Patienten dann auch stabil. Unfassbar. Ja, das war schon gut. Das ist ja sowas von revolutionär. Das muss doch eigentlich einen Nobelpreis geben. Weiß man das in den Kreisen schon, dass es die Möglichkeit gibt? Machen das heute alle im Bereich der Transplantationen schon so? Nein, das waren klinische Studien auch, die wir durchgeführt haben, die dann aber nicht weiter verfolgt wurden. Das Thema Transplantation ist jetzt nicht der ganz große Markt für die Pharmaindustrie. Da wird nicht so viel Geld verdient und deswegen ist es sehr schwer, hier entsprechende finanzielle Mittel zu kriegen, die das unterstützen. Aber reicht das noch nicht, das, was ihr gemacht habt, dass ein Patient, ein Nierenempfänger sagt, halt, stopp, ich möchte gerne gemäß dem, was ich jetzt gehört habe von Professor Dr. Fred Fendrich, zuerst eigentlich dieses Immunsystem schon bekannt machen mit meinem Organ. Kann ich das schon irgendwo einfordern? Kann man das nachlesen, was Nein, du da gemacht hast? Das darf man natürlich nur im Rahmen von klinischen Studien machen, weil dieses Zellprodukt als solches ist noch nicht zugelassen. Und erst wenn eine europäische Zulassung da wäre, dann dürfte man das generell jedem Patienten anbieten. Das sind die Richtlinien und Gesetze der EU, ist so. Also ich meine, lieber alle 10 Jahre eine neue Niere veroperieren und suchen und kostenintensiv, statt zu schauen, dass diese eine Niere den Rest des Lebens hält. Ja, das würde sehr, sehr vielen Menschen zugutekommen, die ein Organ brauchen, weil der Bedarf an Organen würde sich natürlich damit vermindern, wenn die doppelt so lange oder dreimal so lange ihre Funktion haben. Jetzt noch was, du hast ja das alles auch veröffentlicht, oder? Ja. Was passiert jetzt nach diesen Veröffentlichungen? Wie lange müssen wir warten, bis so eine herausragende Technologie, wissenschaftliche Überlegungen wirklich eingesetzt wird? Also, nochmal, es braucht Investitionsmittel für eine entsprechende klinische Studie, die so groß ist, dass man die Zulassung bekommt. Und die klinische Studie hat immer zum Ziel, einen bestimmten Endpunkt zu beweisen. Und der Endpunkt in unserer Studie war,
Toleranz, Vermeidung von Immunsuppressiven bei akuter Abstoßung. Ich würde das heute, nach dem Wissen, was wir jetzt haben, nach all den Jahren, die wir die Patienten beobachten, anders formulieren und würde den Endpunkt auf Vermeidung chronischer Abstoßungsvorgänge festsetzen. Und das macht es gleichzeitig wieder schwierig, weil dann müsste man die Patienten 10 Jahre nachbeobachten, um dann zu zeigen, schaut, die Zellen als präkonditionierende Maßnahme für das Immunsystem bekommen haben, die haben, ich sag jetzt mal, nach zu 70-80% noch ihre funktionsfähige Niere nach 10 Jahren und die anderen, die haben die Niere eben verloren. So eine Studie wäre sicherlich sinnvoll und ich bin ganz sicher, wir könnten auch zeigen, dass es funktioniert, aber es fehlen die Mittel. Aber eigentlich eine traurige und völlig unbefriedigende Sache. Ist das doch auch für dich, oder? Auch für mich ist das frustrierend, weil ich habe das Wissen, ich sehe die Patienten, die ich vor 16, 17, 18 Jahren transplantiert habe, und die sind froh und glücklich mit ihrer Niere, aber es ist von den Patientenzahlen zu wenig, um jetzt generell zu sagen, dafür kriegst du jetzt eine generelle Zulassung. Was wir aber dadurch auch zeigen können, ist, dass dieses Zellprodukt über die Jahre hinweg beobachtet keine Nebenwirkungen gemacht hat. Also die Patienten, die haben, obwohl sie Infekte hatten und so weiter, sind sie gut damit klargekommen, obwohl sie ja ein gewisses minimales Maß an Immunsuppressiva hatten dauerhaft. Das haben sie sehr gut toleriert. Wir sehen keine Krebsinduktion durch diese Therapie. Also es gibt uns sehr, sehr viel Sicherheit, dass das Zellprodukt, wie wir es beschreiben, weil wir nehmen es auch für andere Indikationen zwischenzeitlich, eine sichere Maßnahme ist. Mhm. Also noch vielleicht ganz kurz, ich habe auch diese Zellen dann weiter charakterisiert, im Hinblick auf andere Eigenschaften, die Zellen haben. Und wir haben zum Beispiel auch gesehen, dass man dass diese Zellen, wenn man sie in Gewebe gibt, wo eine Sauerstoffschuld ist, eine Hypoxie, ja, beispielsweise bei durchblutungsgestörten Beinen, die dann chronische Wunden haben, offene Beine, weil eben der Sauerstoff durch das verengte Gefäß nicht mehr optimal in die Peripherie gelangt, teilweise auch belastet durch Diabetes, dass man bei diesen Patienten diese Zellen geben kann und die machen dann neue kleine Gefäße, wenn man sie in die Muskulatur injiziert hat, um die Engstellen der Gefäße herum, somit wird die Peripherie wieder besser mit Sauerstoff versorgt, die Wunde heilt zu, der Patient kann wieder ohne Schmerzen laufen und dann am Ende des Tages kann man die Amputation verhindern. Aber jetzt redest du gerade von der Hypoxie. Wie wäre es denn bei Krebszellen? Die haben ja auch eine Unterversorgung von Sauerstoff. Krebszellen ist, das ist ein ganz anderes Thema. Also einmal geht es um die regenerativen Eigenschaften von Zellen. Bei Krebszellen gibt es auch einen Ansatz, über das Immunsystem und Immuntherapie diese Zellen direkt anzugreifen. Da gibt es dieses Konzept der dendritischen Zellen und das Konzept das ist jetzt sehr en vogue, CAR-T-Cells. Also genetisch engineered T-Zellen, die einen ganz spezifischen T-Zell-Rezeptor haben, der sich gegen das Tumorantigen richtet. Diese zwei Möglichkeiten sind eben möglich. Unsere dendritischen Zellen, das sind Zellen, die können Antigene, Tumorantigene auf der Zelloberfläche zeigen, wie eine rote Fahne. Und das muss man sich so vorstellen, wir entnehmen Blut vom Patienten, wiederum monozytäre Zellen. Diese monozytären Zellen kann man über 6-7 Tage in dendritische Zellen ausdifferenzieren. Dann nehmen den bestimmten Differenzierungsweg und in etwa der Hälfte, Tag 3, Tag 4, kann man diese Zellen mit Tumorantigen beladen. Bestimmtes Peptid, was typisch für den Tumor ist. Und diese dendritischen Zellen, die stecken den dann wie eine Fahne auf die Zelloberfläche.
Und nach 7 Tagen, wenn die ausgereift sind, spritzt man diese Dendriten in den Oberarm, in die Haut. Dann wandern die zu den Lymphknoten und dort präsentieren sie dieses Tumorantigen, diese rote Fahne, an die Immunzellen in den Lymphknoten. Und diejenigen T-Zellen, die den richtigen Rezeptor haben, also die auf die rote Fahne passen, die werden aktiviert. Und die wandern dann aus den Lymphknoten aus und überall dort, wo sie im Körper das Tumorantigen sehen, sprich die rote Fahne, dort greifen sie an. Das ist wichtig, weil sie greifen nur Tumorzellen damit an. Ja, mega. Ja. Super Idee. Statt mit Chemo irgendwo alles ein bisschen in Mitleidenschaft zu ziehen, oder? Ja, ja. Es ist vor allem wirklich, das kann ich sagen, aufgrund meiner eigenen Erfahrungen, mit Patienten, die diese Therapie bekommen, ein absolut sicheres und nebenwirkungsfreies Behandlungskonzept. Kann man das schon einfordern als Betroffener? Es gibt eine erste Zulassung für dendritische Zellen über eine amerikanische Firma, die das für das fortgeschrittene hormonrefraktäre Prostatakarzinom gezeigt hat, dass dort eben die Patienten, die mit den herkömmlichen Hormontherapeutika nicht mehr reagieren und der Prostatakrebs wächst weiter, dass die dann besser davor sind, statt mit Chemotherapie diese dendritische Zelltherapie zu bekommen. Aber das Aber ist auch, dass dieses Verfahren war sehr teuer von der amerikanischen Firma damals angeboten, so dass es jetzt auch in Amerika nicht mehr durchgeführt wird. Auch in Europa, wo eine Zulassung bestand, hat sich das nicht durchgesetzt, weil der Preis für diese Therapie von den Krankenkassen nicht gezahlt werden kann. Mhm. Eben nochmals ins pauschale Zelltherapie. Dieses Wort, ja, ist mir auch in der Schweiz gut geläufig gewesen. Wir hatten hier Kantone, die das erlaubt hatten. Sogenannte Magistralrezepturen war das legal. Plötzlich kam dann damals vor ein paar Jahren dann die Swissmedic vom Staat und hat gesagt, ihrem Kanton, die dürft das nicht. Und Leidtragende war eine Klinik, die einerseits etwas Legales macht, auch vom Kantonsebene. Okay. Und auf der anderen Seite kommt der Staat, das ist verboten. Was ist denn jetzt Sache? Also, wenn wir über Zelltherapie sprechen, müssen wir natürlich differenzieren, über welche Zellen sprechen wir. Mhm. Sprechen wir über Stammzellen, sprechen wir über somatische, ausdifferenzierte Zellen, sprechen wir über humane Zellen, sprechen wir über Zellen, die aus dem Tier entnommen sind. Mhm. Und die Thematik, das werde ich auch sehr, sehr oft in Asien gefragt, weil gerade Deutschland und die Schweiz sehr bekannt dafür sind, für Plazentazellen, für Thymuszellen aus dem Schwein. Mhm, genau, ja. Oder aus dem Kalb. Diese Zelltherapie, die Xenogene, also wo ein Protein, was nicht aus dem Menschen kommt, sondern aus einer anderen Spezies verwendet wird, die wurde komplett verboten, weil es gab 2 oder 3 Fälle, ganz, ganz selten, aber die gab es, wo der Patient an dieser Zellinjektion gestorben ist. Aber warum? Weil die Injektion falsch durchgeführt wurde. Mhm. Wenn man nämlich jetzt tief intramuskulär spritzt und trifft ein kleines Gefäß, dann darf man die Zellen nicht in das Gefäß spritzen. Mhm. Das kann sofort zu einer sehr hochakuten allergischen Reaktion führen. Und das ist wohl passiert bei den Patienten. Aber viele, viele, zigtausende Patienten, die diese Therapie bekommen haben, die haben sehr, sehr viele Benefits davon gehabt. Mhm. Und einer der größten Vorteile, und ich glaube, das hängt auch mit Verjüngungseffekten langfristig zusammen, ist, dass man über Thymuszellen aus Kälbern, die den Thymus, der unsere Immunität ganz maßgeblich am Leben erhält, jung hält. Weil in diesen Thymozyten Wachstumsfaktoren sind, die unsere Thymusdrüse braucht. Und wenn der Thymus, und das passiert normalerweise schon im Alter ab 30, wird er immer kleiner, fibrotischer, härter und produziert immer weniger neue T-Zellen, die unser Immunsystem eigentlich braucht. Und so kommen wir über die Jahre in die sogenannte Immunseneszenz, also die Alterung unseres Immunsystems. Und unser Immunsystem kann nicht mehr so schnell und adäquat sich auf neue Antigene einstellen.
Das war ein ganz großes Problem bei der Infektion, weil dort sehr viele Patienten, gerade wenn sie sehr alt waren, am Virus gestorben sind, weil sie nämlich nicht mehr diese Diversität hatten unserer Thymuszellen. Klar. Und mit so einem Thymuspräparat aus dem Kalb könnte man aber diese Thymusdrüse ganz hervorragend jung halten. Das kann man auch klinisch messen. Weil junge T-Zellen, die im Blut sind, haben andere Marker, Oberflächenmarker, als alte T-Zellen. Und so konnte man auch zeigen, dass mit dieser Thymusinjektion plötzlich wieder junge T-Zellen da waren. Ja, ich habe die Hoffnung, dass man jetzt über bestimmte Thymuspeptide, die jetzt wieder hoffentlich zugelassen werden, dass man das wieder reaktivieren kann, die Thymusdrüse, und damit dass unser Immunsystem länger jung halten kann. Wesentlicher Faktor zur Stärkung des körpereigenen Immunsystems. Systems. Richtig. Mega. Ja. Das ist was, was aber auch ganz entscheidend Einfluss nimmt auf biologische Alterungsprozesse. Und das ist etwas, das wird uns vielleicht immer wieder begleiten, auch in anderen Vorträgen, dass man heute ja sehr, sehr gut das biologische Alter bestimmen kann. Ich wurde darauf aufmerksam, als ich gelesen habe über unsere Bienen. Wir kennen alle die Arbeiterbiene und wir kennen die Königinbiene, die den Bienenstock versorgt. Und die Königinbiene wird 20 Mal älter als die Arbeiterbiene. 20 Mal, das ist riesig. Und warum? Nur weil sie nach dem Schlüpfen von Anfang an Royal Jelly als Nahrung hat und die Arbeiterbiene hat den normalen Honig. Und diese beiden Honigarten, die unterscheiden sich und aktivieren andere Gene im gleichen Genom. Also die Arbeiterbiene und die Königinbiene haben die gleichen Gene, nur werden andere Gene aktiviert in der Königinbiene als in der Arbeiterbiene. Und das hat diesen Einfluss auf das Überleben. Und man kann heute auch bei Menschen eben sehr, bei uns im Humansystem, die sogenannte epigenetischen Marker auf der DNA messen. Das sind kleine Methyl- oder Acetylgruppen, die binden an die DNA. Und wenn die da sind oder nicht da sind, entscheidet das, ob das Gen abgelesen wird oder ruhig gelegt ist. Und so kennen wir Verjüngungsgene und wir kennen Gene, die uns schneller altern lassen. Und wenn das epigenetische Muster so ist, dass die Verjüngungsgene aktiviert sind, dann bleiben wir jung. Im Alter wird das aber mehr und mehr abgebaut, diese Methylierung, und damit werden die stillgelegt und dann kommen die anderen Gene zum Tragen und dann altern wir. Einer der Hauptgründe. Wenn man das jetzt so steuert, dass man diese verjüngungsepigenetischen Muster wieder macht, wieder induziert, dann dreht man die biologische Uhr zurück. Warum erzähle ich das? Weil wir jetzt Tests haben, kann man bestellen, die ganz exakt festlegen, aus einem Tropfen Blut oder aus etwas Speichel, wie alt du biologisch bist. Und wenn du biologisch, kannst du gleich alt sein, du kannst 2 Jahre älter sein oder du kannst auch jünger sein als dein chronologisch, dein kalendarisches Alter. Wenn du aber 2 Jahre älter bist, dann hat das hat die Wissenschaft auch gezeigt, ein signifikant erhöhtes Risiko für beispielsweise Neurodegeneration, Alzheimer, Parkinson, MS oder auch kardiovaskuläre Erkrankungen, Schlaganfall, Krebs. Also ist es entscheidend zu zeigen, dass man das biologische Alter zurückdrehen kann. Mhm. Im Tiermodell ist das schon sehr gut gelungen. Mhm. Human bin ich fest davon überzeugt, dass wir das auch demnächst zeigen können. Wow. Du wirst uns am Laufenden halten, oder? Das werde ich, ja. Ich habe früher den Alterungsprozess immer über AGs gemessen, diese Abbauprodukte. Ist das nicht so, dass der gleiche Wert? Die AGEs, also die sogenannten Advanced Glycated End Products, das sind ja glykolisierte Zucker oder Fette. Und die entstehen ja, und da ist jeder selbst beteiligt und hat das ja in der Hand, beispielsweise durch bestimmte Schritte beim Kochen. Ja. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn man 100 Gramm Kartoffel im Wasser siedet und heiß macht, als Pellkartoffel, produziert man quasi keine AGEs. Das sind, glaube ich, 15 oder 20 pro 100 Gramm Kartoffel. Wenn man die gleiche Menge an Kartoffeln nimmt und frittiert sie,
produzierst du 1500 AGEs. Mhm. Und diese AGEs, dadurch, dass sie an Proteine binden, diese Zucker, diese glykolysierten, verändern sie die dreidimensionale Struktur eines Proteins. Und diese dreidimensionale Struktur, die braucht es aber, damit das Protein funktionsfähig an einen Rezeptor binden kann. Beispielsweise Hormone, die einen Hormonrezeptor aktivieren. Und wenn die jetzt aufgehoben ist und es verklumpt ist, dann ist das Protein nicht mehr funktionsfähig und wird wie Schrott im Körper abgelagert. Und diese Ablagerungen, die finden sich in den Gefäßen, die finden sich in den Gelenken. Und überall führen sie zu einer Fibrosierung, Verhärtung unseres Gewebes. Das macht Schmerzen, das macht Einschränkung der Beweglichkeit. Und am Ende macht es, und darauf läuft alles hinaus, Entzündung. Mhm. Und diese in uns ablaufenden Entzündungsprozesse, die schädigen dann gesunde Zellen in der Umgebung und so altern wir immer schneller. Also AGEs sind auch ein wichtiger Baustein im Entzündungsprozess und damit im Alterungsprozess. Konnte man auch sehr schnell stoppen oder ändern, indem wir einfach die Ernährung umgestellt haben und, Und es war sofort sichtbar. Also das sind vier Themen für sich, aber ganz kurz für unsere Zuschauer. Es gibt vier wesentliche Schritte, die der Patient selbst oder die Person selbst einleiten kann, um sich gesund zu halten. Das sind die Diät, großes Thema. Das ist der Schlaf, gesunder Schlaf-Wachrhythmus, ganz entscheidend, weil wenn wir den Schlaf nicht einhalten, unsere mindestens 7 Stunden und rechtzeitig zu Bett gehen, dann führt das dazu, dass das Gehirn auch Entzündungsparameter freisetzt, die Entzündung ganz maßgeblich, oxidativen Stress und so weiter, uns altern lässt und die Gefahr für Neurodegeneration deutlich signifikant erhöht. Sport, Exercise, regelmäßige Bewegung. Muskulatur, Training ist ganz wichtig zum Entgiften, um Entzündungen runterzufahren im Körper. Und viertens ist das, was die Amerikaner time-restricted eating nennen. Also man sollte nur dieses intermittierende Fasten in bestimmten Zeitabschnitten essen. Weil wenn wir beispielsweise 12, besser 14 oder 16 Stunden Pause machen zwischen dem Abendessen und dem nächsten, am nächsten Morgen, dann gibt das ein Signal des Hungers an unsere Zellen. Und wenn unsere Zellen dieses Hungersignal kriegen, dann reparieren sie sehr vieles in der Zelle. Und das hält uns auch jung. Mhm. Das führt dazu, dass wir Gewicht automatisch abnehmen, weil bestimmte Umsätze, kalorische Umsätze im Körper Signalwege aktiviert sind, die das einleiten. Mhm. Also wir können durch diese 4 Maßnahmen alleine uns sehr viel jünger halten, wie wenn wir nicht darauf achten. Kalt duschen. Ja. Kalt duschen ist zum Beispiel, es gibt diesen Japaner, ein Professor, der hat ein Protein entdeckt, das heißt Klotho. K-L-O-T-H-O, Klotho. Und dieses Klotho ist benannt nach einer griechischen Göttin, die den Lebensfaden spinnt. Und wenn man dieses Klotho in Mäuse spritzt, dann leben die signifikant länger. Und Klotho kann man selbst in sich produzieren, indem man körperlich sich aktiv immer wieder fordert. Es geht nicht um Leistungssport, es geht um regelmäßigen Ausdauersport, indem man kalt abduscht oder sich auch der Kälte mal aussetzt, indem man Dehnungsübungen macht. All das induziert Klotho und setzt es frei in unserem Körper. Also sind Yoga zum Beispiel, Meditation, macht Klotho. Und das sind Beispiele, die zeigen, wie einfach es ist, durch einen bestimmten Lifestyle sich selbst jung zu halten. Ich danke dir ganz herzlich. Bitte. Also, was ich heute wieder gelernt habe, ist ganz faszinierend. Professor Dr. Fred Fendrich war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und wieder mal eine große Freude und Ehre, Ihnen so geballtes Wissen zustellen zu dürfen, vermitteln zu dürfen. Und danke Ihnen ganz herzlich fürs Zusehen. Bitte verbreiten Sie auch diese Sendung, ganz, ganz wichtig, an Menschen, die einfach auch mit diesem Wissen wirklich was anfangen können. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.